Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ich stehe im Garten und das heißt, ich möchte euch mal zeigen, was sich bei uns im Garten so getan hat. Es ist ein kleines bisschen was geworden und dafür drehe ich die Kamera einfach mal um. So, ihr seht unsere Terrasse, die kennt ihr. Die ist natürlich noch nicht aufgebaut für den Sommer, aber es geht los. So, hier haben wir jetzt einen Weg machen lassen, Pflastern machen, von der Terrasse runter. Hier, das wird noch alles aufgeschüttet, dieser Erdberg wird hier noch verteilt, damit das alles ein bisschen aufgefüllt wird. Der Schlauch wird noch verbuddelt. Und ansonsten haben wir jetzt den Hof und das Stück gepflastert. Ich drehe euch mal zur Seite. Da ist der Hof, der jetzt gepflastert ist. Ich zeige euch gleich von vorne nochmal. Genau, hier soll der Zisternenanschluss hinkommen. Das passiert noch, das ist noch nicht so weit. Hier sollen dann irgendwann mal Gras drauf kommen und die Mülltonnen hin. Und hier auf diesem Stück Platz wollen wir unsere Motorradgarage, wo dann die Motorräder reinkommen. Ja, das soll passieren. Hier haben wir so Säulen mit eingraben lassen oder einbetonieren lassen. Und da kommt ein Carport hin. Das Carport zeige ich, mache ich in einem extra Video, wenn es dann da ist. Das dauert noch ein kleines bisschen. So, dann gehe ich mal hier nach vorne. Hier haben wir halt Zisterne und Abwasser. Ganz normal. Hier sind die Anschlüsse. Dort ist ein Anschluss drin. Dort ist der Anschluss für das Carport dann. Hier sieht man mal die Breite vom Carport. Das sind jetzt 5,60 Meter. Also auch ausreichend für beide Autos. Kein Problem. Genau, und dann haben wir hier jetzt alles, wie gesagt, pflastern lassen. Und das ist jetzt unser vorne. Unser Teil, wir hatten ja hier vorher Platten liegen und ein paar Stufen. Und das haben wir jetzt so gemacht. Ganz anpassen konnten wir es nehmen von der Höhe her, dass das alles ebenerdig gewesen wäre. Da wären wir zu hoch gekommen. Deswegen haben wir hier ein Podest vorne drin, aber alles super. Dann haben wir hier, wie ihr seht, schon ein kleines Beet. Das ist noch nicht fertig. Hier kommen noch ein paar Blumen rein. Und hier kommen auch noch Rindenmulch drauf. Da haben wir noch nicht alles. Das soll ein kleines Beet werden. Hier ist der Spritzschutz geworden. Wie gesagt, hier vorne das Podest. Mega cool. Hier haben wir ein paar Bodenlampen drin. Mit Solar, die halt dann abends den Weg leuchten. Da ist noch eine. Da sind noch ein paar. Wie gesagt, hier, dort kommt Gras drauf. Das wird noch gesät. Da kommt hier vorne noch eine Pfingstrose hin. Lorraine will hier noch ein Bäumchen haben. Keine Ahnung. Dort dahinter kommt noch, ich habe das Wagenrad noch im Schuppen. Das soll noch mit eingepflanzt werden, mit eingemacht werden. Wo dann Pflanzen reinkommen. So. Hier haben wir einen kleinen Mandelbäumchen stehen. Hier haben wir so dort eine Rose und hier eine Rose. Und ja, der Rest sind alles so kleine Bodendecker, die hier mit eingegraben sind. Da kommen aber noch ein paar ran, um die Lücken zu schließen. Das passiert aber erst in nächster Zeit. Soweit sind wir noch nicht. Das war jetzt, wenn ich das Video drehe, gestern. Wenn ihr das Video seht, vorgestern ganz spontan, dass wir die Sachen geholt haben und eingebuddelt haben. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, sieht so der Hof aus. Und ich muss sagen, es ist schon mega cool geworden. Wenn ihr vielleicht noch die alten Bildererinnerungen habt, dann ist das schon echt ein Fortschritt hoch 10. Ja, wie gesagt, hier mega cool zum Langlaufen, keine Stufen mehr drin, hier nur die einzige Stufe. Und wie gesagt, das wird alles noch grün und bepflanzt, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Spritzschutz drumherum gezogen, mit Stein befüllt, alles super. Ja, das ist der neueste Stand von unserem Hof. Ich bin mega happy, wie gesagt, Carport kommt, da kommt auch extra ein Video, wenn das da ist, dann zeige ich euch das nochmal, von welcher Firma wir das gemacht haben oder mit welcher Firma, zeige ich euch alles, wenn es dann soweit ist. Hier vorne, wie gesagt, das Wagenrad, da will ich eigentlich separat ein Video machen, wie wir das einbuddeln und bepflanzen und allem drum und dran, so als Deko-Element. Ich denke, das könnte auch ganz cool werden. Ob das alles so wird, werden wir sehen, aber ich zeige euch das auf jeden Fall, wenn es fertig ist. Ja, dann war es das mit dem kurzen Video. Es ist einfach nur ein Update, sage ich jetzt mal, zu unserem Hausbau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Gerne ein Abo da lassen, würde mich mega freuen. Und da bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.